So, Flow hat in seiner neuen JCC-Runde gesagt, er möchte gerne Bonnie ohne Christin. Sehr ironisch, dass gleichzeitig dieser Song gekommen ist. Stunde 02.0 hat den Song noch nicht gehört. Ja. Und Dings. Bin ich gespannt, was kommt. Also ja. Sorry, wenn ich vielleicht nicht ganz so überzeugt werde, aber ja, Gopnik hat halt einfach das beste Brett Deutschraps dieses Jahr gebracht und ja. Da wird es vielleicht noch etwas schwerer sein, mich zu überzeugen. Also ja, gebt euch einfach den Song von Gopnik nach dieser Runde und gönnt ihn auf jeden Fall in Download. Also wenn es jemand verdient hätte, dann Gopnik und mein Kopfhörer. Ja, ich muss meinen Kopfhörer wieder richten, weil da ist. So, hab kurz mal meine Kopfhörer repariert. Okay, dann labe ich nicht mehr um den heißen Brei. Bonnie und Chris, Stunde 02.0. Ich feier Bonnie, ich feier Chris, ich feier Stunde 0, das Original. Achso, das ist Stunde 2.0, okay. Stunde 2.0. Let's go! Ich schätze mal, das wird nur ein Stunde 0 Remix sein, kann das sein? Video ist auf jeden Fall dasselbe, wie scheint. Kann auf jeden Fall geil werden, ich bin gespannt. Falsche Entscheidungen, mein Kopf macht schon wieder, was er will. Andere Meinungen, sie werden ignoriert, also sei still. Wie die beiden abgehen, Alter! What the hell, was ist das? Bruder! Also, Bonnie hört man natürlich nicht so krass aus wie Chris, was ein bisschen schade ist, weil Bonnie eine schöne Stimme hat, aber Bruder, wie die abgehen, Alter. Denkt auf den Lebenslauf, stellt neue Regeln auf, diverse Schicksalsschläge färben meine Seele grau. Nice. Bruder, direkt überzeugt. Also, ich dachte nach dem Song von Gopnik kann ich nichts mehr so krass überzeugen, aber. Scheinbar doch, Pony und Christ überzeugen mich gerade. Bruder, direkt Like reindrücken. Und übrigens kauft die Runde von Gopnik. Und abonniert Jan Tindus nur im Backup-Kanal. Und bin ich heute Kurt von einem Einsteiger. Das ist sehr interessant. Christ Part kommt zuerst. Nicht der von Bonnie, sondern der von Christ, okay. Nur charakterlose Make-up-Schlampe. Make-up-Maske, nicht Make-up-Schlampe. Lol. Ja, okay. Ich palaber statt und das letzte, was mich interessiert, ist die Alarmanlage. Frühere Freunde wurden heute zu Rivalen. Denn diese Leute stellte ich vor die Wahl. Wer sich nicht entscheiden kann, ob Freund oder Feind. Ich meine, wir haben damals auch dieselbe Beute geteilt. Verstehst du? Verstehst du? Alter. Schon krass, wie Christ da abgeht, Alter. Das ist auf jeden Fall ein geiler Remix. Das gefällt mir. Bei mir steht Karma über Geld. Alles andere bedeutet, sie verarschen sich nur selbst. Für dich bleib ich ein Held. Endgame. Denn ich stehe über dir, Sensei. Falsche Entscheidungen. Mein Kopf macht schon wieder, was er will. Andere Meinungen, sie werden ignoriert. Also sei still. Denk auf den Lebenslauf. Stell neue Regeln auf. Diverse Schicksalsschläge färben meine Seele grau. Mitternacht zum Traum. Zu viel Rumgerede, ihr seid unterlegen. Und ich witter Angst im Bauch. Trotz dunkler Seele will ich pumpen reden. Danach fliege ich noch ein Traum. Mein Körper zeigt mir den Mund. Schritt für Schritt bergauf. Bin gefolgt von den Dämonen. Alter, dann bin ich jetzt mega gespannt auf den Part von Bonnie, Alter. Alter, das Hype ist real, Freunde. Wie, der Part von Bonnie jetzt nicht dabei, oder was? Okay, das enttäuscht mich jetzt ein kleines bisschen. Ah, ja. Ja, der Part von Bonnie nicht dabei. Schade. Ich wollte gern ein bisschen mehr über die Unterschicht hören. Aber ja, schade eigentlich. Ja. Weil, keine Ahnung, ich hätte echt gerne gehört, wie Bonnie auf diesem Beat da abgeht, Alter. Das wäre krass gewesen. Schade, dass dem nicht so
ist, aber ja, dann kann ich eigentlich alles sagen. Bei Stunde 3.0 will ich Bonnies Part. Okay. Aber ja. Hat auf jeden Fall mein Like verdient, war nice. Ja. Okay, thanks, bye.